verrückt geworden. Ines, bitte, Ines, stimmt was nicht? Ines, was gibt's heute zum Abendessen bei dir? Darf ich das mal anfassen? Ja, aber sau dich nicht ein. Sau dich nicht ein? Ja, es riecht nach Fisch. Es riecht nach Fisch? Nee, ich riech nichts. Da muss man wieder den Nase halten. Es riecht nach Räucher, Lachs. Lachs. Ines, kannst du nicht irgendwas, kannst du nicht einfach eine Banane essen? Warum Nicht. musst du nachgemachte Produkte Ich haben? mag meine Ersatzprodukte. Und dann hast du noch was da hinten. Kannst du mir das bitte auch nochmal zeigen? Die Ines braucht alles nachgemacht. Bacon. Bacon. Ines, die Zuschauerinnen und Zuschauer Ach, werden es auch fragen. vegan. Warum nachgemacht? Warum machst du es nicht wie ich und isst einfach eine rote Beete? Weil ich nicht wegen meiner Gesundheit oder wegen irgendwas anderes vegan geworden bin, oder weil ich den Geschmack nicht mag, sondern ich mache das wegen den Tieren und wegen der Umwelt und alles sowas. Warum soll ich dann auf den Geschmack verzichten? Was Wenn denkt ich ihr einfach dazu? nur keine Tiere umbringen möchte, dann kann ich doch weiter den Geschmack haben und alles andere. Hat Ines ein Recht dazu? Ja oder nein? Und sie hat Hunger. Postet es hier drunter. Seid ihr der Meinung, dass Hafermilch heißen darf oder muss die Haferdrink heißen? Was gibt's noch? Bei der Milch finde ich es ja noch okay, aber bei der Sahne ist es manchmal ein bisschen schwierig, die dann zu finden. Sahne Das darf nicht Sahne findest du auf heißen. einmal okay? Da habe ich dich aber schon mega abreppen hören, dass du es nicht okay findest. Was? Mit der Nein, Hafermilch. nein, Ist die nein, Haferdrink nein. Die heißen? Hafermilch erkennt man wenigstens noch. Aber jetzt zum Beispiel so, also alles so Joghurt, Sahne, also süße Sahne, Kochsahne und alles sowas, das darf ja alles nicht Sahne heißen. Es darf ja nicht mehr draufstehen, schmeckt wie Sahne oder irgendwas in der Art. Ist auch verboten, sondern da muss irgendeine Umschreibung sein, wo die nicht Milchsahne oder irgendwas anderes beinhaltet. Wie würdest Und dann du darf ich immer raten, was das ist, was da im Regal steht. gefärbte, ausgekochte Schweineknochen nennen? Ja, das müssen die anderen dann mal sagen. Die heißen ja momentan Fruchtgummis. Die Schweineknochen. Also wenn das andersrum, also wenn pflanzliche Produkte nicht nach tierischen benannt werden darf, bin ich dafür, dass auch tierische nicht nach Wir pflanzlichen wollen das nicht benannt mehr, dass die werden. Gummibärchen heißen. Wir wollen, dass die Himbeer. Nee, Bär ist auch schon wieder Bär drin. Wir wollen, dass die Fruchtstückchen, Schweine. Fruchtschweine. Nee, das ist ja wieder Frucht drin, ne? Ja, Postet also eure ihr müsst Meinungen uns hier ja nichts drunter. einfallen lassen, sondern die anderen, die da ein Problem Die mit anderen, haben. also ihr lasst euch Ja, mal. jeder, der da ein Problem mit hat, dass Sachen nicht so heißen, wie das, was drin ist, sollte sich mal für die ganzen anderen Sachen auch neue Namen Wir ausdenken. sind sehr Ich gespannt. finde jetzt zum Beispiel auch der Joghurt mit Erdbeeren, also der heißt ja auch nicht Sägespan-Joghurt, sondern Erdbeerjoghurt, obwohl da mehr Sägespan als Erdbeere drin ist. Das habt ihr nicht von mir, da sind bestimmt nur Erdbeeren drin. Ja. Ja, tschüss. Jetzt bin ich ja doch neugierig. Zeig mal den gefälschten Lachs. Ja. Nein, ich muss ja mal scharf schneiden. So, was ist da drin? Muss ich selber mal Ja, guck gucken. mal. Das ist Stärke, Reis und Rapsöl. Stärke, Reis und Rapsöl. Ja. Geruch, beschreib mal. Lachsig, sehr lachsig. Also ich würde schon fast zu intensiv lachsig sagen, aber ja. Und jetzt schmeckt er mal. Ich habe ihn vorhin schon probiert, der schmeckt auch wirklich sehr, sehr nach Lachs und Mach's doch sehr, mal nur für sehr die Kamera, damit räuchrig. das so Ja, ein okay. bisschen tasty. Okay, beschreib mal. Ja, sehr fischig. Wirklich intensiv fischig, würde ich sagen. Angenehm. Eigentlich sehr gut. Das ist wie, wir haben ja auch manchmal Thunfisch, also den Thunfisch im Glas, der schmeckt ja auch Was sehe ich denn hier? Das sieht mir fast aus wie. Käsetaschen. Zeig mal, aus du hast veganem ja gerade Käse. angerissen. Ja, da ist geschmolzener Käse drin. Wie nennt man den? Man darf ihn ja nicht Käse nennen. Ich glaube, Genießerscheiben heißen die oder Mit so. Genießerscheiben. Ja, also genießen kann man die schon. Und was ist außen drum? Blätterteig hat doch Butter. Nee, den meisten Blätterteig ist mittlerweile Margarine. Also da kann man, der ist nicht mal irgendwie auffällig so für Veganer gemacht, sondern der meiste Blätterteig hat tatsächlich mit Margarine. So, jetzt kommen wir zu dem, was in dem viereckigen Töpfchen ist. Kannst du das mal Ja, holen? das ist mal was ganz Normales, Oliven. Wow. Wow. Kuroseele, die heißen aber auch nicht Oliven. Das stimmt. Darf man wahrscheinlich nicht mehr.